Jetzt wollen wir heute auf dem Podium nochmal den aktuellen und den kommenden Auseinandersetzungen widmen und gucken, was das Jahr 2019 eigentlich so bringt, was ist da besonders wichtig. Zuerst möchte ich aber noch eine Kollegin aus Spanien ankündigen, von der ich hoffe, dass sie uns inspirieren kann. In Deutschland und weltweit sind es ja vor allem Frauen oder zunehmend Frauen, die gewerkschaftliche Kämpfe führen. Und es gibt aber immer noch das Missverständnis, dass Gewerkschaftsarbeit so männlich ist, ein ganz anderes Bild, mit was es mit Männern assoziiert wird. Und in Deutschland, das ist ja schon im Laufe der Konferenz deutlich geworden, zeigen ja Erzieherinnen, Pflegekräfte, dass das Gesicht der Auseinandersetzung ein ganz anderes ist mittlerweile in vielen Bereichen. Ich denke, Frauen sind innovativ, erfinden ganz viele neue Kampfformen, verändern damit auch die Gewerkschaften. Und ich würde eigentlich gerne, also ich glaube, Frauen sind die Treiberin der gewerkschaftlichen Erneuerung. Genau, da möchte ich nochmal auf unsere Broschüre verweisen. Jetzt habe ich leider keine hier. Zur Feminisierung des Streiks von Ingrid Artus, da liegen vorne welche aus, die ihr auch noch mitnehmen könnt. Trotzdem ist die Situation in Deutschland ja leider immer noch eine andere. Also immer noch verdienen Frauen sehr viel weniger als Männer, sind Vorurteilen, Einschränkungen, sind Sexismus ausgesetzt. Und deswegen blicken wir total neidisch auf Spanien. Wo letztes Jahr am 8. März 5 Millionen Frauen und Männer in einem Generalstreik für Gleichstellung demonstriert haben. Genau, und von dir würden wir gerne wissen, wie war das und was können wir in Deutschland auch davon lernen? Genau, also ich begrüße ganz herzlich Ana Rincón aus Sevilla. Genau, und Boris, der die Übersetzung macht ins Deutsche. Vielen Dank. Guten Tag. Siento mucho no hablar alemán. Nunca lo había sentido tanto hasta ahora porque me parece este encuentro fundamental y necesario para el avance de las luchas sindicales. Y he aprendido mucho. Ja, schönen guten Tag alle zusammen. Ich möchte mich auf jeden Fall am Anfang entschuldigen, dass ich kein Deutsch spreche. Aber ich möchte auf jeden Fall ausdrücken, dass ich glaube, dass diese Art von Treffen fundamental wichtig sind für Gewerkschaftsarbeit. Quiero agradecer antes de empezar a la Fundación Rosa Luxemburgo por haberme invitado y muy especialmente a Boris porque me está traduciendo y ayudando a escucharos y a compartir con vosotras y vosotros. Ganz zuerst möchte ich mich auf jeden Fall bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung bedanken dafür, dass ich eingeladen wurde und ich muss mir jetzt selber Dankeschön sagen für die Übersetzung und für die Begleitung durch die wunderschöne Konferenz. Achso, ja, stimmt, das ist dich. Bueno. ¿Qué pasó el 8 de marzo de 2018 en España? Ese día hubo una convocatoria de huelga general feminista sin precedente, al menos en el Estado español, que sacó a más de 5 millones de mujeres a la calle. El lema era, si nosotras paramos, para el mundo. Was ist passiert am 8. März 2018? Also es gab in Spanien einen Generalstreik, einen Aufruf zum einen Generalstreik ohne vergleichbare Vorevents. Es sind in Spanien, ganz Spanien, 5 Millionen Menschen, vor allem natürlich Frauen, auf die Straße gegangen und unter dem Motto, wenn wir stillstehen, steht die ganze Welt still. La huelga la convocó la comisión del 8 de marzo, pero la legalización de la misma fue por parte de los sindicatos no mayoritarios, como son CGT, CNT, SAT, COBAS y otros sindicatos de distintas ramas, pero no
por parte de los mayoritarios, como son Comisiones Obreras y UGT, que son los que tienen la capacidad de la negociación y del concierto social estatal. Also der Auftrag, der Aufruf zum, zum Frauenstreik wurde in Spanien durch eine Kommission organisiert, die basisdemokratisch organisiert ist und wurde vor allem mitgetragen durch kleinere Gewerkschaften, wie zum Beispiel die CGT, die CNT und regionale Gewerkschaften wie die SAT, von der SIA ist, und die COBAS in Katalonien. Und die größeren Gewerkschaften in Spanien, wie Comisiones und UGT, waren sehr zögerlich und haben den Aufruf am Anfang nicht mitgetragen. Estos sindicatos solamente convocaron paros de dos horas por la mañana y dos horas por la tarde. Die großen Gewerkschaften haben halt, Comisiones und UGT, haben dann für zwei Stunden, jeweils zwei Stunden vormittags und zwei Stunden nachmittags zum Streik aufgerufen. La huelga, además de la calle, que lo contaré ahora, fue todo, no podemos medir su éxito desde el punto de vista cuantitativo, sino cualitativo, aunque cuantitativamente mucha gente la secundó. Por ejemplo, en educación, prácticamente el 100% de las universidades y los centros de educación secundaria pararon. En sanidad, el 48% de los empleados y empleadas también pararon. Algunas grandes empresas, como SEAT en Barcelona y Dafort en Valencia, hicieron paros de la producción y algunas empresas pequeñas, como Pescanova en Galicia, paró también al 100% de su producción. Also insgesamt ist es schwierig quasi, also insgesamt zu quantifizieren, in wie vielen Bereichen wie viele Frauen gestreikt haben. Vor allem der Erfolg quasi des Frauenkampftags, den muss man auch aus einer qualitativen Perspektive beurteilen. Aber euch nur so ein paar Eindrücke zu geben, damit ihr das statistisch einordnen könntet. Im Bildungssektor, also an Unis, Schulen und so, haben quasi alle gestreikt, also 100% Streikquote. Im Gesundheitswesen 48% der Beschäftigten haben gestreikt und auch in der Produktion, wie zum Beispiel in großen Unternehmen wie SEAT in Barcelona und Ford in Valencia, gab es größere Streikquoten und in anderen Unternehmen wie zum Beispiel Pescanova, einem großen Fischfangkonzern in Galicien, wurde komplett gestreikt, weil da vor allem Frauen beschäftigt sind. Pero lo llamativo de esta huelga no eran los números, era la cuestión cualitativa, como decía. La huelga estaba llamada a ser una huelga también diferente, por primera vez, era una huelga laboral, una huelga de cuidados, una huelga de consumo y una huelga educativa. Al margen de la cuestión laboral, que digo que hay algunos números, lo que pasó fue importante en los otros niveles, fue lo que ocurrió en la calle, como decía, que las 5 millones de mujeres salieron. Esta huelga ponía por primera vez de manifiesto el papel de la mujer en la vida, en los cuidados, en la reproducción del sistema, en la base de la sociedad. Also mir ist es wichtig zu betonen, dass es halt ein komplett anderer Typ von Streik war, den wir halt sonst nicht gewohnt sind, weil er halt so viele verschiedene Sektoren und Aspekte der Gesellschaft mit betroffen hat. Also es war natürlich ein Streik, der die Arbeitswelt, die klassische Arbeitswelt betroffen hat, aber vor allem halt auch die Reproduktionswelt, die ja oft invisibilisiert ist, auch der Konsum und der Bildungssektor, also die Erziehungswesen. Das sind halt auch Aspekte, die halt oft dann quasi nicht berücksichtigt werden in klassischen Streiks. Und dass der Kampf halt sehr sichtbar auf die Straßen getragen wurde, das ist ein sehr wichtiger Aspekt. Und dass quasi die ganze Reproduktion der Gesellschaft quasi so zur Debatte gestellt wurde, das ist ein wichtiger Aspekt. Y a la vez ponía de manifiesto precisamente que la mayoría de las mujeres no podían hacer una huelga en sentido tradicional, porque o bien desempeñan un papel no remunerado en los cuidados, o bien su situación laboral es tan precaria que peligra en caso de que hagan huelga. Es war ein anderer Typ von Streik, da natürlich man immer berücksichtigen muss, dass die Mehrheit der Frauen in der Reproduktion tätig ist, also
einen Bereich, der halt nicht entlohnt wird und viele halt extrem prekär beschäftigt sind, also Sektoren, in Sektoren arbeiten, die halt, in der halt klassische Streiks sich nur sehr schwierig organisieren lassen. Por eso también a la huelga, aunque hubo un debate importante sobre si estaban llamados los hombres o no, al final se decidió convocar también a los compañeros para que hicieran huelga, pero que estuviesen en casa sustituyendo a las mujeres en las labores cotidianas de cuidado para que ellas se pudieran incorporar a las manifestaciones y a todas las actividades que estaban planificadas ese día. Also am Anfang, quasi in der Auseinandersetzung der Organisation des Frauenstreiks, gab es eine Debatte, ob die Männer auch zum Streik aufgerufen werden sollen oder nicht. Und letztendlich hat sich eine Position durchgesetzt, dass man die Männer mit aufruft, aber nicht quasi an den Demonstrationen vorrangig teilzunehmen, sondern halt Aufgaben im Haushalt zu übernehmen, die halt sonst klassischerweise Frauen zufallen. De hecho, en Sevilla se organizaron comedores y guarderías que estaban gestionadas por los hombres ese día para que las mujeres se pudieran incorporar a la manifestación. Bueno, voy a hablar de Sevilla, que es mi ciudad. El día fue muy emocionante porque empezamos con los piquetes de trabajadoras en los centros públicos. Yo trabajo en la Universidad de Sevilla. Y ayer a las 7 de la mañana la universidad estaba cerrada. Tengo que decir que una cuestión clave que yo creo para el éxito de la huelga es la participación de las estudiantes en la organización de las mismas. Han sido un motor fundamental en el éxito de la huelga. Also, ich werde ein wenig über Sevilla sprechen. Ich bin aus Sevilla. Ich arbeite selbst an der Universität in Sevilla, die an dem Tag komplett geschlossen war. Wir haben halt trotzdem vor der Uni einen Streikposten organisiert, um halt auf unseren Kampf aufmerksam zu machen. Und was ich hervorheben will, ist, dass halt die Studentinnen in Spanien auf jeden Fall eine protagonische Rolle gespielt haben. Also dass sie halt sehr viel bei der Organisation des Frauenstreiktags eine entscheidende Rolle gespielt haben. Und eine kleine Sache noch von vorher, die Männer, für die wurden halt in vielen sozialen Zentren in Sevilla die Möglichkeit eingeräumt, dass sie quasi in sozialen Zentren etc. kleine Kantinen aufmachen können und dann zu kochen für die Kinder, die sie dann halt auch nach draußen nehmen konnten. Das wollte ich mir kurz noch mit erwähnen. Ja. Bueno, ese día digo que la calle estaba. Bueno, fue un día muy especial porque se respiraba una energía que hacía mucho tiempo que en Sevilla no veíamos, ¿no? Que en España no veíamos. Desde el 15M. Desde la primera hora de la mañana, muchas compañeras formando piquetes espontáneos iban por los centros de trabajo, por los distintos bares y comercios, informando de los motivos para la huelga, hablando con las compañeras. Y nos concentramos al final en el ayuntamiento porque hubo allí una concentración de periodistas que también han sido muy importantes en esta huelga. Also was halt beeindruckend war an dem Streik, was wir halt in Spanien, für uns in Spanien es halt auch sehr besonders war, dass man halt Kraft geschöpft hat, Kraft gespürt hat auf den Straßen. Die waren halt komplett dicht in den meisten großen Städten, dass man quasi so eine kraftvolle Demonstration seit dem 15. März 2011 in Spanien halt nicht mehr so gesehen hat. Es kam zu vielen verschiedenen Streikposten, Streikaktionen vor Bars, vor Kaufhäusern, wo man versucht hat, Frauen auch rauszuziehen, damit sie sich dem Streik anschließen. Es gab vor dem Rathaus in Sevilla eine wichtige Demonstration, weil sich halt vorher Journalistinnen zusammengeschlossen haben, um halt auf die prekären Arbeitsbedingungen in ihrem Sektor aufmerksam zu machen. Und das war für uns auf jeden Fall eine wichtige Auseinandersetzung in Sevilla. Digo que las periodistas han sido muy importantes porque desde el principio, bueno, desde 2-3 semanas antes, empezaron una campaña de visibilización también de sus conflictos laborales e iniciaron una campaña que consistía en vestirse de negro en todos los programas de la televisión donde aparecían. Y ese día no fueron, hicieron huelga y en la televisión emitió los programas, pero sin las mujeres. Con ese hueco. Entonces ellas se concentraron en el ayuntamiento y leyeron allí el manifiesto. Ahí la marea iba creciendo.
Also besonders war halt die Auseinandersetzung der Journalistin, weil sie schon vor dem Streiktag angefangen hat. Und den Journalistinnen geht es halt um die Sichtbarmachung der eigenen Arbeitsbedingungen. Und das haben sie auch ziemlich erfolgreich gemacht, indem sie sich halt vorher, also vor dem Frauenstreiktag, schwarz angezogen haben in den Programmen, also ganz bewusst, um halt auf ihre Situation aufmerksam zu machen. Und am Streiktag war es auf jeden Fall natürlich auch auffällig, dass dann quasi in den Fernsehprogrammen und in den Radioprogrammen halt nur Männer gesprochen haben, was halt quasi viele nochmal extra auf die Situation der Frauen aufmerksam gemacht hat. Y el final del día concluyó con la manifestación programada en todas las ciudades españolas, la que en el caso de Sevilla el recorrido se llenó de mujeres vestidas de violeta desde el principio hasta el fin y las calles aledañas y se inundó la ciudad y no se pudo avanzar. Insgesamt waren die Straßen von Sevilla komplett dicht, komplett voll. Ein Strom aus violett gekleideten Frauen hat quasi die ganze Stadt stillgelegt. Man konnte sich quasi in den Straßen kaum mehr fortbewegen. Creo que tendremos que preguntarnos y compartir con las compañeras alemanas por qué el éxito de esta movilización. Ja, Entschuldigung. Ich will ein bisschen mit euch versuchen, euch zu erklären, warum es bei uns in Spanien gerade zu diesen massiven Streiks gekommen ist. Después de consultar con muchas compañeras, yo creo que podríamos dividirlo en dos, el éxito, o dos claves. Primero, el proceso de esta organización del proceso, de las manifestaciones. Quizá por la herencia del 15M, que no sé si aquí llegaban las noticias, imagino que sí, que fue una movilización popular en España también sin precedente, que cuestionaba también las bases del sistema y que se organizaba en las plazas de las ciudades de manera asamblearia, quizá por esa herencia el movimiento feminista actual ha adquirido la misma dinámica. Ich möchte quasi auf die zwei Schlüsselfaktoren, die quasi sich ergeben haben. Ich habe halt mit vielen Frauen diskutiert und um zu ergründen, warum es halt quasi genau zu dem Zeitpunkt halt zu so vielen, der Streik so massiv ausgefallen ist. Und einer der ausschlaggebenden Gründe ist, dass die Organisation halt sehr horizontal, sehr basisdemokratisch abgelaufen ist, dezentral. Man hat sich viel von der 15M-Bewegung abgeguckt. Ich weiß nicht, ob euch das noch so ein bisschen was sagt. 2011 im Zuge der Krise gab es quasi auch massive Mobilisierungen, die halt sehr systemkritisch waren, also es quasi die gesamtgesellschaftlichen Strukturen in Frage gestellt haben. Und die Art der Koordination hat sich halt vor allem im öffentlichen Raum abgespielt. Also man hat halt Plätze besetzt, auf denen man dann quasi Strategien diskutiert hat, also in sogenannten Assembleas. Entonces existen Assembleas locales. Después de ahí se pasan a asambleas regionales y asambleas a nivel estatal. Y el proceso, como decía la compañera, es atractivo porque es diferente, porque las mujeres se organizan de otra manera, ahora nos estamos organizando de otra manera, las asambleas son amables, inclusivas, se llega a consensos, se proponen formas alternativas de soluciones como el apoyo mutuo, experiencias comunitarias, etc. Also die Assembleas, die Entscheidungsstrukturen, die sich quasi, die Absprachestrukturen, die sich gebildet haben, waren im ersten Sinne lokal, also im ersten Moment lokal, haben sich dann sogar regional organisiert und sind dann bis auf ein nationales Niveau gekommen, basisdemokratisch. Und was ich halt glaube, also Anna glaubt, dass sie so besonders attraktiv waren und quasi sich von anderen Typen von Organisationen, festen Organisationsformen unterschieden haben, ist, dass sie halt sehr freundlich, sehr zugänglich waren, sehr inklusiv und halt, dass andere Typen von Entscheidungsformen oder Unterstützungsformen gefunden wurden, um halt so viele Leute wie möglich einzubinden. Como decía antes, un papel muy importante han tenido los sindicatos con tradición feminista y autónoma y las estudiantes. Also auch eine wichtige Rolle haben halt vor allem regionale und kleinere Gewerkschaften gespielt und zusammen
Koordinationsaufgaben erfüllt mit den verschiedenen feministischen Gruppenbewegungen, die es halt auch schon vorher gab. El otro motivo para el éxito que yo pienso es motivo más político. Y es la adquisición del movimiento feminista de una nueva subjetividad de clase. Quiero decir que en los últimos años hemos visto cómo hemos pasado las organizaciones feministas de las reivindicaciones específicas, por ejemplo, por el derecho al aborto, contra la violencia de género y contra el abuso sexual, como la campaña del Me Too, hemos pasado a reivindicaciones que condenan al sistema en su raíz, ¿no? Una condena general del sistema. Y esto creo que viene por haber conseguido enlazar la función que tiene el heteropatriarcado dentro del capitalismo. Also, was man bei dem Frauenstreiktag gemerkt hat, dass halt ein allgemeineres politisches Motiv zutage getreten ist, dass eine Art neues Klassenbewusstsein entstanden ist, dass halt feministische eine Agenda mit quasi mit einer gewerkschaftlichen Agenda verbindet und halt auch vorher separat geführte Kämpfe vereinigt, also wie zum Beispiel das Recht auf Abtreibung, der Kampf gegen Gewalt an Frauen, gegen häusliche Gewalt, dass diese Teilaspekte sozusagen aufgegangen sind in einer Gesamtstreikbewegung, die dann sozusagen systemische Forderungen oder systemische Aspekte kritisiert haben, halt der Zusammenhang von Patriarchat und Kapitalismus, dass man das quasi zusammendenkt und nicht separat. Das war ein Novum. Entonces, en este contexto, en el recrudecimiento en el que se ponen más en evidencia las crisis, las contradicciones del capitalismo, afecta directamente a la mujer en su papel subsidiario, en el papel de cuidado, en la precariedad laboral y como decía antes, en la base del sistema. Esta nueva conciencia, o como llaman algunas compañeras, subjetividad feminista, para mí es una conciencia de clase, quizás la parte de conciencia de clase que le faltaba a la conciencia tradicional de clase. Um das quasi weiter ein bisschen zu kontextualisieren, was passiert ist, ist, dass quasi durch den Frauenstreiktag sozusagen grundlegende Widersprüche im Kapitalismus zutage getreten sind, die bis zu diesem Zeitpunkt halt nicht so im Vordergrund standen. Und zwar, dass quasi die Rolle der Frau halt eine sekundäre Rolle gespielt hat bei vielen politischen Auseinandersetzungen. Und durch den Frauenkampfstag ist halt eine Art neue Subjektivität der Frau entstanden, die quasi in der traditionellen, also die traditionelle Auseinandersetzung von klassenkämpferischen Auseinandersetzungen halt neu aufgespielt hat und quasi die Rolle der Frau in diesem, die bis dahin halt eine sekundäre Rolle gespielt hat, neu eingefügt hat. Also das ist quasi was neu und sehr positiv ist. Tanto cuestiona el feminismo, la nueva ola feminista, el sistema capitalista, que las reacciones no se han dejado esperar. Ahora mismo somos el enemigo. Solamente hay que ver las reacciones que han tenido en Brasil, Bolsonaro en Brasil, en Andalucía, la tierra de donde yo vengo. Acaba de entrar en el arco parlamentario un partido de la ultraderecha, cuyo uno de los argumentos fundamentales de la campaña ha sido contra la ideología de género y quieren abolir la ley contra la violencia de género que tantos años nos ha costado conseguir. Trotz der positiven Entwicklungen, die wir halt hatten, also durch den Frauenstreiktag gesehen haben, gibt es auch regressive Prozesse, vor denen wir, also die sind wir stark besorgt. Und zwar kann man da ganz konkret nennen, halt der Rechtsruck in Brasilien, auch in Andalusien gab es einen starken Rechtsruck bei den letzten Regionalwahlen, wo die neofaschistische Partei Vox in die Parlamente gekommen ist. Und diese Strömung wollen halt quasi einen Rollback Richtung altes Rollenverständnis und sind zum Beispiel auch für die Abschaffung des Gesetzes gegen Frauengewalt, was für uns ein Meilenstein in der Entwicklung der feministischen Kämpfe war. Und die sind auch unter Bedrohung weiterhin, vor allem durch diese neueren Entwicklungen. O sea, esto es serio.
Bueno, es serio y es imparable. ¿Cómo interpela esto al movimiento sindical o al sindicalismo tradicional? Primero parece que no, el movimiento sindical está al margen del movimiento feminista y eso no es cierto. El movimiento feminista acabará impregnando absolutamente todos los movimientos. ¿Por qué? Porque somos muchas compañeras que llevamos años también trabajando en otros sectores o en otras luchas. Luego, el movimiento feminista ha venido para quedarse. Das ist was ziemlich Seriöses, was gerade passiert, die Auseinandersetzung, die wir führen, ist auch etwas Unaufhaltsames. Und was ich vor allem irgendwie versuchen will zu fassen, ist, inwiefern quasi die feministische Auseinandersetzung, die wir führen, mit der traditionellen Gewerkschaftsarbeit zu tun hat, die ja öftermals quasi als separate Dinge angesehen werden. Und meiner Meinung nach ist es so, dass quasi der Feminismus in allen politischen Auseinandersetzungen, natürlich auch vor allem in der Gewerkschaftsarbeit, sozusagen eine ständig präsente Rolle annehmen muss. Und quasi der Feminismus umhüllt alle Kämpfe, in denen wir stecken. Nosotras también somos sindicato. Por eso, a los sindicatos ya no nos basta con incorporar medidas que afecten a la mujer, en un lado, al final de los programas, por ejemplo, la brecha salarial, que sí, que es muy importante, pero eso no cuestiona el sistema y no cuestiona la posición de la mujer en el sistema. Los sindicatos tenemos que poner la agenda feminista en nuestras reivindicaciones, la problemática que afecta a la vida de las mujeres, es decir, luchar por más servicios públicos que minimicen la labor y esta tarea de las mujeres en los cuidados, en la consideración de la jornada laboral, teniendo en cuenta también la vida, que las medidas de conciliación también abarquen o puedan pedirle a los compañeros, es decir, poner, como dicen muchas compañeras, la vida en el centro. Wir als feministische Bewegung sind Gewerkschaft und so klassische Themen wie zum Beispiel der Gender Pay Gap, also die Lohnungleichheit zwischen Männern und Frauen, sind quasi wichtig, aber sie sind nicht ausreichend, wenn man nur sich auf sie fokussiert, weil sie quasi nicht das Gesamtsystem in Frage stellen. Auseinandersetzungen, die quasi genauso wichtig sind, sind zum Beispiel die Verteidigung und der Ausbau des öffentlichen Sektors allgemein, weil nur durch den halt irgendwie garantiert werden kann, dass quasi Reproduktionsarbeit halt nicht quasi ausgeklammert von der Lohnarbeit funktioniert, sondern quasi, dass öffentliche Einrichtungen halt auch Reproduktionsarbeit übernehmen, die dann halt nicht nur auf den Frauen lastet. Eine andere Auseinandersetzung ist die der Arbeitszeit, vor allem dadurch, dass ich glaube, statistisch sind das 70% der Frauen in Spanien, die Teilzeit, das ist jetzt von mir, sorry, Teilzeit angestellt sind. Das ist halt auch ein Thema, was angegriffen werden muss, weil es quasi ungleich verteilt ist, quasi die Arbeitszeitbelastung oder die Möglichkeit zu arbeiten. Tenemos que considerar que el sujeto político sindical, que ha sido siempre el hombre blanco trabajador y el único interlocutor con la patronal hasta ahora, ha cambiado y también la mujer es sujeto político sindical desde hace mucho tiempo y sobre todo desde ahora, que adquiere esa conciencia, que sabe lo que quiere y se está viendo también en las luchas que, como se han comentado aquí también, están protagonizando las mujeres en todo el mundo. En España, en concreto, tenemos grandes ejemplos con las limpiadoras del hogar, con las trabajadoras de los hoteles, con las temporeras de la fresa, que además son inmigrantes y que sufren además explotación laboral y sexual, y con las dependientes de grandes multinacionales como Inditex, que también han estado luchando por la mejora de sus condiciones laborales. Los sindicatos tenemos que atender forzosamente a toda esta precariedad. Also was man halt verändern muss, ist natürlich dieses klassische Gewerkschaftssubjekt, der weiße Mann, der quasi der Protagonist der traditionellen Gewerkschaftsarbeit war.
Und quasi die Kämpfe, die quasi Frauen führen, müssen ins Zentrum gerückt werden, weil es halt immer mehr werden. Und vor allem müssen es ganz konkrete Kämpfe sein, die sich vor allem im Prekären abspielen, also in prekären Sektoren, wo halt sich Gewerkschaften auf Teufel komm raus halt drauf konzentrieren müssen. Und um einige Kämpfe zu nennen, die gerade in Spanien aktuell sind, es gibt mehrere Bereiche, wo Reinigungskräfte auf die Barrikaden gehen. Im Hotelwesen haben wir halt sehr viele Auseinandersetzungen, die wir beobachten, begleiten. Die SAT ist auch sehr aktiv in Huelva. Das ist eine Region, in der vor allem Erdbeeren produziert werden. Und dort arbeiten vor allem migrantische Frauen, die unter extrem prekären Bedingungen dort beschäftigt sind und unter anderem sexueller Gewalt ihrer Vorarbeiter ausgeliefert sind. Und auch multinationale Unternehmen, wie zum Beispiel Inditex, wo es auch Auseinandersetzungen gibt, die vor allem von weiblichen Beschäftigten geführt werden. Das sind alles Kämpfe, die in den Fokus aller Gewerkschaften gerückt werden müssen. Bueno, habría mucho de qué hablar y debatir. Me encantaría haber tenido tiempo para hacerlo. Pero bueno, esto es una carrera de largo recorrido que, como decía antes, es imparable. Este año tenemos otra meta, que es el 8 de marzo de 2019. En España se ha vuelto a convocar una huelga general, primero por los mismos sindicatos, CGT, CNT, SAT, y desde hace unos días recibimos la noticia de que los sindicatos mayoritarios, como Comisiones Obreras y UGT, que por cierto anunciaron los paros del año pasado, solamente hombres en la foto, pues Comisiones Obreras va a convocar paro en educación y antes de ayer recibí la noticia ya aquí en Berlín de que UGT va a convocar también huelga general. Vielleicht muss ich gar nicht mehr übersetzen. Einige Spanischsprechende unter euch, sehr viele sogar. Genau, also es gibt auf jeden Fall sehr viel zu diskutieren. Schade, dass quasi der Kongress jetzt fast schon vorbei ist. Also ich brenne darauf zu diskutieren. Aber natürlich ist die Diskussion eine langfristige Aufgabe und es ist auch ein unaufhaltbarer Prozess, der sich da abspielt. Und ganz konkret die Aufgaben, vor denen wir stehen, bei uns in Spanien, ist die Organisation des nächsten 8. März 2019, der vor der Tür steht. Die kleinere Gewerkschaften wie die CGT, CNT und die SAT haben bereits zum aufgerufen dazu, dass am Frauenkampftag, am Frauenstreiktag teilgenommen werden soll. Und mittlerweile auch sehr positiv, die großen Gewerkschaften haben auch aufgerufen, also Comisiones Obreras hat leider nur bis jetzt das Bildungswesen dazu aufgerufen, sich komplett am Streiktag zu beteiligen. Und vor kurzem ist auch die Nachricht bei mir eingegangen, worüber ich mich auch sehr gefreut habe, ist, dass die UGT sich komplett dem Aufruf anschließt, an dem Tag, an dem 8. März zu streiken. Decir, bueno, una cosa que a Boris le interesaba antes, la huelga del año pasado, la patronal intentó disuadir a Comisiones Obreras y UGT amenazándolo con denunciarlo por una huelga política, pero eso no ocurrió y no parece que se atrevan. Y despedirme ya animando a las compañeras y a los compañeros de Alemania a que esto es imparable, a que sigan en la lucha, que esto es imparable, es inevitable y realmente creo que el movimiento feminista va a ser el movimiento de cambio. Danke. War das schon der Schlussapplaus? Ja? Ich muss noch was übersetzen. Genau, also ein kleiner Aspekt, den ich noch erwähnen wollte, der vorhin mich in der Diskussion so ein bisschen interessiert hatte, war, ob es quasi zu Repressionsmaßnahmen, zu Klageverfahren von der Unternehmerseite kam.
Es gab anscheinend Drohungen im Vorfeld gegenüber den großen Gewerkschaften von verschiedenen Unternehmerverbänden, dass wenn sie sich an den Streiks beteiligen, wenn sie dazu aufrufen würden, Klageverfahren anstehen würden. Aber im Prinzip beim letzten Streik kam es nicht dazu. Es gab keine Repression, es wurden keine Frauen entlassen, weil sie sich an dem Streik beteiligt haben, weil es angeblich ein politischer Streik war, was es auch war. Aber das ist quasi etwas, was davon zeugt, dass der Diskurs auf jeden Fall in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist und dass es etwas Unaufhaltsames ist, etwas Unvermeidbares ist und dass wir der Mittelpunkt der Bewegung für Veränderungen sind. Danke schön.